Ich habe hier einen weiteren Transformator, das ist ein Tesla-Transformator. Nikola Tesla hat den erfunden. Der hatte eigentlich mal vor zu sagen, wir nehmen überhaupt keine großen Hochspannungsleitungen, sondern zum Beispiel ein Auto mit Elektromotor hat eine Antenne und das empfängt elektromagnetische Strahlung. Und zwar ganz einfach, sodass wir keine Drähte mehr brauchen und dann geht das auch. Die Idee ist gar nicht schlecht, bloß der Haken, das werden wir gleich sehen, besteht darin, dass hier derartige Hochspannungen für alle verfügbar sind, dass wir uns hier wundern. Das hier unten, das ist lediglich eine Art Klingel, das ist nichts Besonderes. Diese Klingel, die hat hier einen Unterbrecherkontakt, deren Funken werden gelöscht, das ist also nicht das Problem. Die Klingel wird als solche betrieben und unterbricht ständig den Strom, der durch diese Spule hier fließt. Diese, das ist das Spannende. Diese Spule erzeugt ein sich stets änderndes Magnetfeld und die große fängt dieses sich stets ändernde Magnetfeld auf. Und wir sehen dann hier an den Spitzen und an der Kugel, dass dann Spannungen entstehen. Also das Prinzip des Trafos ist hier ein bisschen, sagen wir mal, anders gestaltet. Ich lasse das jetzt erstmal und jetzt führen wir mal vor.